das ist nicht einfach Angst vor einem Monster oder so. Das ist Panik. Hey zusammen. Ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren mal ein Video gemacht zu diesem Buch hier, zu S von Stephen King. Und ich habe damals ja ziemlich sehr von diesem Buch geschwärmt. Ich habe wirklich dieses Buch in den höchsten Tönen gelobt und das tue ich auch immer noch. Das Buch ist richtig, richtig gut. Und heute in diesem Video wollte ich mal darüber reden, wie ich die Filme fand. Also ich rede von der Neuverfilmung, wo 2017 der erste Teil rauskam und jetzt vor einigen Wochen der zweite Teil. Genau, darüber wollte ich heute reden und dazu darüber, wie ich diese Filme im Verhältnis zum Buch finde, im Vergleich zum Buch und auch noch ein bisschen was generell zu Buchverfilmungen, wollte ich sagen. Genau, dann würde ich sagen, geht's heute mal einfach los. Also habe ich den Film angeschaut, mir die Fernbedienung bereitgelegt, gesagt, wenn es mir zu gruselig wird, dann kann ich jederzeit ausschalten. Aber war gar nicht nötig, weil er war echt nicht gruselig. Er hatte seine Jumpscares. Da hatte er viele, aber gruselig fand ich ihn nicht wirklich. Das finde ich nicht schlecht, das finde ich im Gegenteil sogar gut, weil ich bin, wie gesagt, ein ziemlicher Schisser und möglicherweise hätte ich ihn gar nicht zu Ende geschaut, wenn er wirklich gruselig gewesen wäre. Trotzdem fand ich den Film erstmal nicht gut. Ich war sehr enttäuscht davon, weil er einfach so anders war als das Buch. Man muss schon allein den Punkt sagen, dass im Buch waren die Zeitebenen ineinander verwoben. Es ging damit ja los, dass die Leute alle erwachsen waren und dann haben sie sich langsam daran zurückerinnert, wie es war, als sie Kinder waren. Und das hatte für mich schon so eine Mystik, dieses, dass sie alles vergessen haben und der Leser weiß es auch noch nicht und das ist schon dieser Grauen und dann kriegen sie alle diese Telefonanrufe und erinnern sich zurück und das ist der größte Schock ihres Lebens. Einer bringt sich sogar um deswegen und das ist so eine Mystik schon allein und dann erinnern sie sich eben langsam zurück. Und das ist halt dann im Film komplett draufgegangen, weil im ersten Film waren sie nur Kinder, da ist nur das Geschehene gewesen, wie sie Kinder waren. Fand ich sehr, sehr schade. Und dann waren eben noch die ganzen Erlebnisse, die die Kinder mit S hatten, einzeln waren alles andere Erlebnisse als im Buch. Und das fand ich auch sehr schade. Dann habe ich mal mit jemandem darüber geredet, dass ich den Film enttäuschend fand. Und der hat gemeint, ja, aber muss denn eine Buchverfilmung immer genauso wie das Buch sein? Und dann habe ich gedacht, ja nicht unbedingt, weil eigentlich geht es ja bei einer Verfilmung genau darum, dass die Filmemacher das nochmal auf ihre Weise interpretieren können. Und mit der Ansicht habe ich den Film dann nochmal gesehen, fand ihn dann weniger schlecht, fand ihn sogar ganz gut, weil so als Film ist der Film echt gut. Als Film kann man nichts dagegen sagen. Er entspricht halt einfach leider nur sehr wenig dem Buch, weil das ist jetzt einfach noch ein sehr entscheidender Punkt meiner Meinung nach, dass das, was das Buch so gut macht, im Film einfach nicht rüberkommt. Das Buch ist deswegen so gut, weil man merkt, dass es nicht einfach nur um ein Monster geht, was Kinder erschreckt und auffrisst, sondern es geht um etwas viel Tiefgründigeres. Es geht um eine Angst, die in jedem von uns tief verankert ist. Etwas, eigentlich was Psychologisches, was viel Tiefgründigeres. Und Stephen King hat diese Angst, die in jedem von uns sitzt, einfach nur verbildlicht durch dieses Monster. Und im Film ist es im Grunde einfach nur ein Monster, was Kinder jagt und auffrisst. Klar, man kann sagen, am Ende war die Szene mit dem, dass sie zeigen konnten, ja, wir haben keine Angst vor dir. Und das war dann die Lösung, wie sie erst besiegt haben. Das fand ich ganz gut. Und auch die Szene dann, wie Bill seinen Bruder quasi erschossen hat, weil er wusste, dass das nur S ist, der ihm halt ein schlechtes Gewissen einjagen will. Das war halt ganz gut umgesetzt. Da war halt dieses Tiefgründige ein bisschen rübergekommen. Aber sonst im Film einfach fand ich gar nicht. Ja, dann habe ich vor wenigen Wochen den zweiten Teil im Kino gesehen. Und da muss ich sagen, so die erste halbe, dreiviertel Stunde, ich kann es jetzt leider nicht einschätzen, ich habe im Kino nicht auf die Uhr geschaut, fand ich sehr gut. Weil es ging los mit der Szene mit Adrian Mellon, also dem Schwulen, der hier verprügelt wurde und in den Kanal geschmissen und von S gefressen wurde. Die war richtig gut umgesetzt. So genau habe ich mir die im Film vorgestellt und trotzdem war noch diese leichte Interpretationsnote vom Film, von den Filmemachern drin. Die düstere Stimmung war auf jeden Fall vorhanden, echt gut umgesetzt. Dann kamen die Telefonanrufe und da muss ich jetzt kurz sagen, ich bin mega beeindruckt von der Schauspielerwahl, weil ich mir vorher gedacht habe, wie soll das gehen, dass die Schauspieler genauso aussehen, wie sie als Kinder aussehen. Und war super gut gemacht. Also man hat jeden sofort erkannt, vor allem Richie, einfach schon allein an der Frisur und der Brille. Aber auch Ben Hanscom zum Beispiel, der ja
komplett anders ausschaut eigentlich, weil er ja schlank geworden ist. Aber schon an die Augen. Also wenn ich nicht wüsste, dass es jemand anders ist, würde ich denken, es ist der gleiche Schauspieler. Das fand ich echt beeindruckend. Also das war gut gemacht. Dann auch die Szenen mit den Telefoneinrufen fand ich richtig gut umgesetzt, weil da kam dieses tiefgründige rüber, diese viel tiefsitzendere Angst, Panik. Das ist nicht einfach Angst vor einem Monster oder so. Das ist Panik, weil das was Psychologisches ist. Die merken plötzlich, dass sie 27 Jahre lang das Schlimmste, was ihnen im Leben passiert ist, vergessen haben. Komplett vergessen haben. Was ihnen damals alles passiert ist, das ist pure Panik, die man bei denen sieht. Und das ist im Film richtig gut rübergekommen. Und das Einzige, was ich bei den Telefonanrufen sagen könnte, ist halt, dass die Szene mit Beverly fand ich schade, weil im Buch kam gut rüber, dass Beverly jahrelang sich von Tom, ihrem Mann, unterdrücken lassen hat. Dass sie ein kleines, in sich gekehrtes Mädchen geworden ist im Grunde. Und dann, als dieser Telefonanruf kam, war sie so schockiert. Sie musste auf jeden Fall wieder zurück nach Derry. Und dann hat sie sich Tom entgegengestellt. Und im Film hat man halt nicht gesehen, wie krass das war, dass sie sich ihm entgegengestellt hat. Weil sie das jahrelang zuvor nicht getan hat. Das war ein bisschen schade. War natürlich Zeitgründe, aber ein bisschen schade natürlich. Trotzdem, die Telefonanrufszenen fand ich richtig gut gemacht.